es ist wichtig, dass wir den Irak weiter unterstützen. Der Irak ist ein Schlüsselland in dieser Region, die von schrecklichen Kriegen heimgesucht worden ist. Wir wissen alle, in Syrien, auch im Irak, kämpft nach wie vor der IS, bekämpfen sich Bürgerkriegsparteien. Das ist unser Interesse nicht nur deswegen, weil wir verhindern wollen, dass es weitere Flüchtlingsströme in unsere Richtung gibt, sondern weil wir auch aus Gründen der Humanität einen Beitrag zur Stabilisierung dieser Region leisten wollen. Da haben wir schon in der Vergangenheit viel getan mit der Ausrüstung der Peschmerga, die wir auch ausgebildet haben. Das muss weitergehen. Wir wollen dieses Land stabilisieren und dafür ist die Bundeswehr unverzichtbar. Das Mandat ist wie alle Mandate zunächst auf ein Jahr ausgelegt. Wir werden die Tornados, die dort wichtige aufklärerische Arbeit leisten, nach einem Jahr abziehen. Wir leisten Unterstützung durch Tankflugzeuge, die die Streitkräfte anderer benachbarter Länder und Nationen unterstützen. Und wir bilden viele Iraker jetzt aus. Sie sollen in der ABC-Abwehr geschult werden, sie sollen in der Logistik geschult werden. Und sie sollen auch beim Entschärfen von Minen und Bomben von unseren Experten geschult werden. Das ist sehr wichtig. Und unsere Ausbilder leisten dort eine hervorragende Arbeit vor Ort. Warum beteiligt sich Deutschland nicht an der Ausbildungs- und Beratungsmission der NATO? Wir haben mit unserem Koalitionspartner vereinbart, dass wir auf dieser Basis unseren Einsatz legitimieren. Wir haben eine Einladung der irakischen Regierung, die erneuert werden soll. Aus Sicht der CDU-CSU-Fraktion wäre es besser gewesen, das im NATO-Rahmen zu machen. Kanada ist die Führungsnation dort. Wir haben ein sehr enges Verhältnis zu Kanada, das wir auch ausbauen wollen. Und gerade deswegen wäre es aus unserer Sicht besonders wünschenswert und gut gewesen, auch hier in unserem bewährten Bündnis der NATO dort zu operieren. Leider macht die SPD das nicht mit, aber wichtig ist, dass das Mandat überhaupt zustande kommt.